Wir werden heute gemeinsam die Lacazette SBC machen, bei der man für richtig wenige Coins richtig gute Packs bekommt. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und ihr seht es schon, die Lacazette SBC, bei der bekommt man ein 25k-Set. Ja Leute, kurze Anmerkung an dieser Stelle. Ich dachte, es ist ein 25k-Pack, es ist aber im Endeffekt doch kein 25k-Pack, sondern ein Pack, wo du 4 Goldspieler drin hast, 4 Silberspieler und 4 Bronzespieler. Und einer von diesen ganzen Spielern ist dann seltener. Ja, ich dachte, wie gesagt, es ist ein 25k-Pack. Das ist es aber leider nicht. Dennoch kostet die SBC nicht viel und ihr könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Und hier dann nochmal ein 5K-Set und hier ein 7,5K-Pack. Und die ist richtig, richtig günstig zu lösen. Ihr seht hier schon die erste Lösung. Und da habe ich einfach für jeden Spieler so maximal 200 Münzen ausgegeben. Also es ist wirklich, wirklich richtig, richtig günstig. Und ja, ihr könnt das auch wirklich so genau nachbauen. Ich habe hier zwar ein paar Erstbesitzer dabei, aber auch 96 Chemistry. Das heißt, ihr könnt die wirklich genauso nachbauen, diese SBC. Und wir senden das Ganze natürlich ab und bekommen schon mal ein 5K-Pack. Das geht doch schon mal klar. Und dann haben wir hier die zweite SBC. Also das ist wirklich echt leicht zu lösen und wirklich, ja, wirklich richtig rentabel. Hier haben wir dann die nächste Lösung. Wie gesagt, da habe ich maximal, glaube ich, so 300, 400 ausgegeben für den besten Spieler. Ja, 400 Münzen habe ich ausgegeben hier für den zum Beispiel Burgui. Aber ja, die ist auch leicht zu lösen. Die könnt ihr euch auch genauso nachbauen. Das geht sich dann auch aus mit der Loyalität. Wir senden das Ganze ab. Und dann haben wir das Ganze auch schon abgeschlossen. Richtig, richtig easy. Und man bekommt jetzt hier eben dann wirklich das 25k-Set dazu. Und das ist schon extrem nice. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze einfach mal. Hoffen, dass wir was Gutes ziehen. Und falls ihr natürlich mehr Squad-Building-Challenges sehen wollt auf meinem Kanal, mehr Squad-Building-Challenge-Lösungen, dann lasst einen Daumen nach oben da. 300 Likes würden mich sehr, sehr freuen. Und wir beginnen mit dem 5k-Set. Hoffen, dass wir da vielleicht sogar einen Leinwandspieler ziehen. Mit ein bisschen Glück. Und meine Boxen eskalieren gerade ein bisschen. Okay, es ist leider eine Non-Rare-Karte. Und somit können wir dieses Pack auch in den Verein packen. Ich würde euch raten, die Spieler immer zu behalten. Also so Non-Rare-Karten immer zu behalten und nicht zu verkaufen. Denn wenn irgendwelche Squad-Building-Challenges rauskommen können, die auf jeden Fall im Preis sehr steigen. Im 7,5K-Pack ziehen wir eine seltene Karte. Come on, vielleicht... Ja, das müsste Kameni sein, okay. Ja, ist eine interessante Karte, aber ist leider halt auch überhaupt nichts wert, denke ich. Vielleicht wegen der Super League SPC könnte der ein bisschen was kosten. Ja, 1000 Münzen circa für ihn. Und dann bekommen wir auch noch ein Silber Set, okay, alles klar. Den letzten Spieler hier stoße ich jetzt einfach mal ab. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Pack, auf das ihr alle gewartet habt. Und zwar nicht, ach Gott, nee, das ist gar kein 25k-Set. Ach nee, Leute, ich dachte, das ist ein 25k-Pack, aber das ist so ein 12-Spieler-Set mit 4 Gold, 4 Bronze und 4 Silber und ein seltener. Ja, mal schauen, ob wir da vielleicht was ziehen. Okay, ja gut, da haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Das ist jetzt leider doch nicht so nice, wie ich dachte. Jo, das ist doch nicht so nice, wie ich dachte, wie gesagt. Aber die SBC hat mir ja auch nur so circa 2.000-3.000 Münzen gekostet. Von dem her geht das schon in Ordnung. Ja, insgesamt wird man die Coins hier schon rausbekommen, aber... Jö, okay. Okay, ich dachte, das ist ein 25k-Set. Ich dachte, das ist ein 25k-Set. Das tut mir jetzt natürlich leid, aber da kann man nichts machen. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.